Menschen, Tiere, Sensationen, Tritte, Tore, Tralala. Zirkusreife Einlage der Nummer 14 aus Haltern. Doof den Ball verloren und dann schnell mit Schmackes nach hinten geworfen. Hey Schiri, Elfer! Und der fällt tatsächlich drauf rein. Gibt 11 Meter und die Führung für Haltern. Gut, dass Hamm am Ende noch 3:1 gewinnt. Den arrogantesten Elfer der Woche schießt übrigens Ahmet Metin Aslan vom VfL Osnabrück. Sieht schon semi-cool aus, wenn der lässige Chip einfach so gefangen wird. Besonders schön, wenn der drin gewesen wäre, hätte Osnabrück dieses Pokal-Halbfinale gewonnen und stünde im Finale. So aber verlieren die das Ding. Karma lässt grüßen. Machen wir weiter mit Pleiten, Pech und Pannen. Konter des SSV Merten über rechts, guter Ball in die Mitte und ja, ein Abschluss, den schon Mario Gomez so hinbekommen hat. Also, die WM ist noch drin für den armen Stürmer. Hier sehen gleich zwei Spieler alt aus. Erst fliegt der Keeper am Ball vorbei und dann sieht der Pfosten scheinbar verlockender aus als das leere Tor. Doppelfail in der Regionalliga West. Kein Mangel an Spektakel bei Uerdingens 4:2 Sieg gegen Oberhausen. Bei so vielen Pannen kann man schon mal Frust schieben und scheinbar auch, wenn man gegen seinen Gegenspieler keine Sonne sieht. Roms einfach mal weggeholzt. Dass der Bresener Sünder hier nur gelb sieht, ist das eigentlich Krasse an der Szene. Jetzt aber mal was Hübsches fürs Auge. China Sahil Sansa macht den spiegelverkehrten Robben. In die Mitte gezogen und ab in den Winkel mit der Kugel. Die sehenswerte Führung leitet den 3:0-Sieg des SC Verl in der Regionalliga West ein. Ihr wollt noch so ein geiles Ding? Bitteschön! Oguzhan Kefkir jagt das Ding mit dem Außenriss ins Eck. Wahnsinnshütte zum 2:0 für Uerdingen, bei denen Ex-HSV-Star Maxi Beister übrigens im selben Spiel einen Doppelpack schnürte. Richtig schön ist auch dieses Kopfballtor, geht nur leider in die falsche Richtung. Redens Augustino Cancian mit dem Eigentor in der 89. Minute. Und ihr ahnt es, das war der einzige Treffer im ganzen Spiel. Drochtersen gewinnt 1:0 ohne selbst Hand bzw. Fuß angelegt zu haben. Bitter. Genauso bitter wie dieses Luftloch von Parndorfs Bernhard Pulka aus der österreichischen Regionalliga Ost. Ob da mal nicht ein fieser Maulwurf am Werk war, möglicherweise bestochen von Gegner Karabakh Wien? Wie auch immer, der unglückliche Patzer leitet die 1:3-Niederlage des SC Parndorf ein. Zum Abschluss noch was Cleveres. Der Freistoßtrick der Woche verantwortlich Oliver Gerken vom Heslinger SC. Während Sulingen noch seine Mauer stellt, spitzelt der die Kugel einfach mal ins lange Eck. Freche Nummer, wird am Ende belohnt mit einem 2:1-Sieg für Heslingen und dem ruhmreichen Platz am Ende unserer heutigen Ausgabe von Tritte, Tore, Tralala. Glückwunsch!